Die Ausbildereignungsverordnung AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Wann spricht man von einem Ausbildungsverbund? Wenn es um die betriebliche Eignung geht, dann heißt es, dass der Betrieb alle im Ausbildungsrahmenplan geforderten Inhalte vermitteln können muss. Jetzt gibt es aber das eine oder andere kleine und mittlere Unternehmen, das nicht über alle Einrichtungen verfügt, um ordnungsgemäß ausbilden zu können. Das wäre dann das KO. Damit aber trotzdem dieses Unternehmen ausbilden kann, das heißt Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen kann, sieht das Berufsbildungsgesetz vor, dass kleinere Unternehmen oder mittlere Unternehmen sich zu einem Verbund zusammenschließen können, was heißt, dass der Auszubildende für den Ausbildungsabschnitt in das Partnerunternehmen, das Verbundunternehmen, wechselt, um dort die Ausbildungsteile sich anzueignen, die der eigene Ausbildungsbetrieb nicht vermitteln kann. Das nennt man dann Ausbildungsverbund. Zwei oder mehrere Unternehmen verbinden sich, um gegenseitig Defizite auszugleichen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit für diese Unternehmen, die können nämlich die sogenannten überbetrieblichen Ausbildungsstätten in Anspruch nehmen. Ganz einfach gesagt heißt das, es gibt Institute, gelegentlich sind das Ausbildungsstätten von Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammern, aber auch andere Träger. Es gibt also Institute, wo die Auszubildenden Lehrgänge besuchen können zu den Themen, die die Unternehmen selbst nicht ausbilden können. Und das nennt man dann überbetriebliche Ausbildung.